So, passt mal auf. Wasserturm war hier. Na, ich will die Quest nicht machen. Lass mich in Ruhe. Nein, ich bin zu nah rangegangen. Ich wollte nur ein Foto this machen. This thing sure looks tall when you look at it up close. But why do they gotta build it up so high anyway? The height gives them the necessary pressure to pump the water out. Also, building it in a spot where anyone could easily access it would only create more problems. Problems? In a certain Missouri town, they built the water tower low enough that a person could easily climb up to it. And that's exactly where a mass murderer decided to hide the bodies of all his victims. The water tower was so low to the ground that he could even climb up to it while carrying a dead body on his back. Incidentally, they ended up finding a total of 43 bodies in there. But the part that truly shocked Zach and I wasn't the number of bodies, Patty. What? It was the fact that over the 6 months from the first murder to when the case was solved, that whole time, the townspeople had been drinking the water. Agent York, look, I think we can climb up from there. Let's go. But Patty, I was just getting to the good part. Okay. Aber hochklettern will ich jetzt wirklich nicht. Hier müsste das doch irgendwie sein, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, aus welchem Winkel der Turm auf dem Foto zu sehen ist. Aber theoretisch schon. Oben im Eck könnte vielleicht noch sein. Ich erkenne auf dem Foto die Leiter nicht. Sonst wäre es leichter. Seltsam. Nirgends erscheint das blaue Ausrufezeichen. Ist das die Straße? Ist das von der Straße aus? Sieht man auf dem Foto? Ja, tatsächlich. Das ist so weit weg. Okay, na dann. Tada! Cool. Dieses Graffiti und dieses Sumpfbild, vor allem dieses Sumpfbild, keine Ahnung, bei dem weiß ich es aber auch nicht. Das weiß ich und da könnten wir auch schnell hinschauen vielleicht. Ich glaube, ich wäre verrückt. Möglich. Halte es vielleicht sogar für sehr wahrscheinlich. So. Haben wir. Check.
Jetzt muss ich mal schnell schauen, weil da wird gerade ein weißes Ausrufezeichen auf meiner Karte angezeigt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Were you thinking about Galena too? And all the other women we've seen so far on our travels across the states? Zack, I'm right, aren't I? This is a vast country. Incredibly vast. And it's mostly composed of mountains, deserts, and farmland, with small towns scattered about here and there. That's how America looks to me. Compared to the scale of this entire country, New York, Chicago, and LA are all micro... Dieses weiße Quest-Symbol, von dem ich nicht genau weiß, was es bedeutet, will mich hierher führen. Heißt das, hier gibt es noch eine Nebenquest oder so, die wir nicht haben, oder was? Oder wie, oder wer, oder wann, oder was, oder wo? Oder warum? Auf jeden Fall keiner. Nee, keine Ahnung, was das weiße Ausrufezeichen von mir will. Ich weiß es einfach nicht. Okay. Dann gehe ich jetzt Bienen töten. Weil in die Bar zum Cocktail trinken können wir erst am Nachmittag. Und ich glaube auch das Sumpfschießbumdingseldimbel macht erst später auf. Sumpf, Schieß, Dingsel, Dimbel. Oh yeah. Strumpf, Nies, Schwinzend, Limbel. This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zack? If this town has a symbol, it's got to be that bridge hanging over the bayou. Lift bridges are truly a rarity. Reminds me of Duluth, Minnesota. Remember what happened there? That man went to such great lengths to collect his victims' tongues. Ah, guck, wenn ich auf dem... Die werden nicht geladen, wenn ich auf dem Board bin. Auf dem Skateboard. Die Nester. Ich habe mich schon gewundert. Did you notice anything strange before your daddy went missing? So, viele können es jetzt nicht mehr sein. Zwei oder so, glaube ich. Warte mal, was ist denn da los? Da steht wer auf dem Cabrio. Das ist der einarmige Kerl. Hat der auch noch eine Quest für mich oder so? Wo fährt denn der hin? Stehend. Behinderung von Fußgängern. Sehr gut.
Ah, parkt er jetzt da? Das ist so, gut. What do you think of him? Yes, I'm talking about him. Bunda, is the skeletal gentleman friend or... Was wollen heute alle von mir? Ich weiß nicht, ich will wissen, wo du hingehst, damit ich dann mit dir reden kann. Der hat mir scheinbar nichts zu sagen. So, what other movies have you... Was wollen heute alle von mir? Ich habe einen Haufen Arbeit, auch ohne dass ihr mir auf die Eier geht. Schade. Schade, schade, schade. Hätte ja sein können. Dann zurück zum Vignal. Lena Domen, aka Professor R. How could such an intelligent person like her suffer such a tragic downfall? Does the South really corrupt people, like Patty said? This sunlight certainly seems capable of breaking someone down. No matter how you try to resist it, it's so hot it feels like a... Reicht das noch nicht? Was ist das nicht? 29 von 30. Eine noch. Einen Killerbienenschwarm noch. Yes. Äh. 30 von 30. Sehr gut. Jetzt müssten wir halt noch zu Melvin, damit wir die Quest abgeben. Und den gibt's nicht mehr. Ah, shit. Ich dachte, das ist vielleicht trotzdem jetzt einfach abgeschlossen, so. Passt schon. Ah, Mist. So, what do you think of him? Yes, I'm talking about him. Bunda. Is the skeletal gentleman friend or foe? Or does he merely exist outside the realms of either? Still too early to tell. Die haben schon alle so ihren festen Tagesrhythmus. Wenn man die ein bisschen kennenlernt, weiß man, um welche Zeit die wo sind. You again? Ain't you got nothing better to do? Hey, ich glaube langsam, du bist blind und blöd. Ich arbeite, meine Flusskrebse müssen schließlich gefüttert werden. Ich warne dich. Funk mir nochmal dazwischen und ich werf dich in den Sumpf. Dann kannst du die Alligatoren beim Fragen löchern, mit deinen Fragen löchern. You again? Alright, follow me. The dock's just up yonder. Let me figure out the route. Genau. Ich dachte, der hat jetzt auch eine höhere Schwierigkeit für mich auf Lager. Ach so, warte mal, da steht Schwierigkeit D. Aber Stufe 1. Hä? Verstehe nicht. Ah, warte mal, er hat fairerweise gesagt, ich soll morgen Nachmittag nochmal kommen. Jetzt ist es nicht Nachmittag. Es ist Vormittag. In Wirklichkeit ist es Nachmittag. Im Spiel Vormittag. Das ist der Unterschied.
Das war knapp. Hab ich beinahe nicht mehr geschafft. Yeah. Ich glaube, das war jetzt echt eine perfekte Runde. Also zumindest, wenn es um getroffene Scheiben geht. 14 von 14. Aber nicht sehr viele gute Treffer. Reicht auch nicht für Gold. Dafür kriegen wir einen alten Teller. Auch nicht schlecht. Doch, es reicht für Gold. Ja! Eine distanzierte Kette Level 1. Nice. Chuck, that was quite a stimulating experience. I feel like you truly possess a special talent for this. The hell you just say to me? What do you mean I'm special, huh? Never seen a guy as small as me pilot a boat? You think it's funny, don't you? You know what? I don't care what you are, FBI, CIA. You better watch your mouth around me or I'll whoop your sorry ass. Don't misunderstand me, Chuck. I wasn't talking about your physical characteristics or your motor abilities. Then what the hell were you talking about? Your talent for entertaining people. On the surface, you appear to push people away. But deep down, you're actually a people person who loves to entertain. And thanks to that, you were able to teach an outsider like me about the true beauty of this swamp. Using your own unique method, of course. Entertaining people is a talent, and you've got it. That's what I think is special. The person who gave you permission to farm here must have also noticed that about you. Which is why they felt comfortable about giving you free range over this area. They must have been convinced that you were the best possible tour guide for the swamps of Lucare. Oh, well, shoot. You would think so? Well, in that case, Zach, Chuck also possesses one other special quality. His obsession with his own turf. When a living creature owns its own turf, it'll risk its life to protect it. To that creature, losing its turf means instantly losing its ability to survive. Perhaps PJ's son entrusted the swamp to Chuck because he noticed this quality as well. Muss ich mal schnell nachschauen, weil offiziell sind die Bootstouren ja immer erst ab 13 Uhr oder so. Ich muss mal schnell schauen. Genau. 13 Uhr. Müssen wir schnell ein bisschen Zeit vergehen lassen. Ich hoffe, ich habe noch Zigaretten. Ich habe jetzt meinen Koffer gar nicht. Ich habe gar nicht geguckt. Schauen wir mal in unser Etui. Ah ja, extra starke Zigarette. Eine haben wir noch. Die dürfte reichen bis 13 Uhr. Okay. Zach, how about we grab a bite to eat? Not even I can think straight on an empty stomach. Oh, jetzt ist er gar nicht mehr da. Ah, Terrasse. Interessant. You again? Ain't you got nothing better to do? Was denn? Ich will so eine Bootstour machen. Ich hab zu tun, muss meinen Stein polieren. Man muss seine Steine gut behandeln, wenn man will, dass sie einem genommen werden, was? Aber was ist denn mit deiner blöden Tour? Was ist mit deiner blöden Tour? Montag bis Donnerstag, 13 bis 20 Uhr. Heute ist Mittwoch,
13 Uhr. Also, ich will eine Boottour. Du hast doch gestern gesagt, ich soll heute wiederkommen, dann hast du eine neue Quest für mich. Und jetzt bin ich da. Du hast keine neue Quest für mich. You again? Finde ich einfach nicht in Ordnung von dir. Finde ich einfach nicht in Ordnung von ihm. Das verstehe ich auch nicht. Malerischer Geheimtipp. Finden Sie bei Ravens malerischem Geheimtipp. Was ist denn Ravens malerischer Geheimtipp? In Fleur de Luce. Und kehren Sie damit zurück. Was ist denn Ravens malerischer Geheimtipp? Ich hoffe, ich habe noch Zigaretten. Ist wahrscheinlich in den Top 10 der meistgesagten Sätze weltweit. Ich meine, mittlerweile sind ja die Raucherzahlen schon deutlich zurückgegangen. In den USA ja schon seit den frühen 2000ern und jetzt auch bei uns und europaweit eigentlich. Aber eine Zeit lang, so vor 40 Jahren wahrscheinlich, so ziemlich wirklich. Wo wollte ich jetzt hin? Ah ja, ins Owlnest. So. Geschlossen. Die machen um 16 Uhr, glaube ich, auf, oder? Handbuch. Da hätte ich vielleicht mal reinschauen sollen. Bei so einigen Fragen vielleicht. Naja, weiß ich jetzt auch nicht genau. Grundlagen. Mr. Alligator ist meine Pistole. Skateboard, Reparatur, Wally, Status. Sättigung? Nö, das weiß ich alles. Geruch. Einige Tierarten spüren sie aufgrund ihres Geruchs leichter auf. Das ist natürlich witzig. Nee, passt schon. Es gibt wirklich mehrere Alben. Hallo Katze. Hier kann man sich die Fotos ein bisschen genauer ansehen, aber richtig viel bringt mir das, glaube ich, auch nicht. Oh, das hat der im Sumpf, das eine Gebäude. Ja, das ist es. Ah, jetzt weiß ich, wo das ist. Felix, dankeschön. Für die Bits. Yippie. Mein Gott, die fliegen kreuz und quer überall über dem Bildschirm. Nur nicht ins Glas. Das ist cool.
Ah, ich weiß wenigstens, ich weiß, wo es ist hier, wenigstens das Foto. Oh, verdammt, jetzt habe ich wirklich keine Zigaretten mehr, um zu warten. Ich wollte eigentlich gucken, wann der aufmacht. Ich glaube nämlich wirklich erst 16 Uhr. Ach, um 5 sogar erst. Na, das ist jetzt doof, Kater, oder? Hm? Kleiner. Was machen wir denn dann jetzt so lang? Suchen wir nach dem... Tattoo, wollte ich schon sagen. Nach dem Graffiti. Hey, Vorsicht, Kater. Why do you think the Clarksons chose a dragonfly for their family crest? In some European countries, dragonflies are called devil's needles, and folklore suggests that they fly around, sewing up the mouths of children who don't do as they're told. In Japan, some samurai helmets are also shaped like dragonflies. There, dragonflies are seen as beneficial insects who march valiantly ahead, preying on the pests that devour crops. In other words, dragonflies symbolize opposite things depending on whether you're in the east or the west. But why did the Clarksons choose this insect to be their symbol? I can't help but feel like it's something deeper than the cliched image of dragonflies as guardians of crops. Hoongan called the dragonfly a flying serpent. What if his interpretation was right on the mark? The Clark... Das sieht aus wie die richtige Straße, wie der richtige Boden, dieser Gehsteig hier. This town sure is peaceful, Zack. Yes, I know. I know what you're about to say. But that's why we're here. To protect this peace. Isn't that right, Zack? Looks like we were right on the money. Tracing the San Rouge distribution route led us right to Louisiana. You know what that means. We've got a hot hand. And Lady Luck's given us far more favor than she ever has before. We just happened to hear news about Lisa's murder while sitting in a bar during our vacation in New Orleans. That certainly... auch so eine orange-rötlich-farbene bräunliche Wand dahinter irgendwie zu sehen. Oder drüber. Direkt. Wer zu sagen. Aber der Gehsteig hier wäre schon mal der richtige, glaube ich. Bräunlich-rötliche, ockerfarbene Wand.